Ja, Lars, hinten zu null, aber vorne Chancenwucher und deswegen der so sehr ersehnte Sieg dann doch nicht heute gefallen? Ja, ich bin sehr, sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht von der Chancenverwertung, aber auch von dem Auftritt in der zweiten Halbzeit. Wir haben jetzt gerade auch eine Ansage bekommen. Ich glaube, das ging in die richtige Richtung. Keine Emotion, kein Aufraffen zu sehen. Und ich kann einfach nur sagen, ja, Havelse muss man hier zu Hause gewinnen. Sonst wird es sehr, sehr schwer. Aber wie gesagt, wenn man in der ersten Halbzeit direkt das Tor macht und dann vielleicht nochmal einen nachlegt, dann fällt es natürlich auch ein Stück weit vom Druck, weil wir wussten, dass im Spiel jetzt auch sehr, sehr viel Druck drinsteckt. Aber ja, ich bin enttäuscht von der zweiten Halbzeit, von der Leistung. Und so kann es nicht weitergehen. Aber ich habe auch gesehen, dass in der ersten Halbzeit gute Ansätze waren, auch vor dem Tor. Jetzt muss man einfach mal das Tor machen. Aber ihr habt die allerbesten Chancen gehabt. Also Marvin Poirier zum Beispiel hätte allein 5 Chancen reinmachen müssen. Das kann doch irgendwie, versteht es ja keiner mehr. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich habe jetzt auch keine Worte da vorne. Ich muss die Chancen auch nochmal sehen. Also ich habe es jetzt nicht zu 100% gesehen. Aber ja, das muss einfach jetzt auch ein Tor sein. Dann auch gerade in der ersten Halbzeit, dann müssen wir uns belohnen. Und dann wird das Spiel, ich habe es gerade schon gesagt, es wird einfach ein Stück weit auch dann leichter. Und ja, wenn wir das erste Tor einfach machen und hinten zu null spielen, dann werden wir das Spiel gewinnen, ist ja klar. Aber wir reden ja die ganzen Spiele jetzt schon darüber, dass vorne eben das Tor nicht fällt. 3 Stück sind es in dieser Spielzeit in der Liga bisher und hinten. Ja, jetzt habt ihr mal zu null gespielt und trotzdem, ich meine, es war auch der Letzte, der hier zu Gast war. Ja, natürlich, das ist auch unser Anspruch, hier zu null zu spielen. Also wir haben auch, glaube ich, nicht ganz so viel zugelassen, aber wie gesagt, also hier nur zu null zu spielen, also wir wollten ganz klar hier gewinnen, das war unser Ziel. Und deswegen sind wir absolut enttäuscht, dass es heute nicht dafür gereicht hat. Es gab Pfiffe nach Schlusspfiff. Ihr wart bei den Fans halt gefordert worden von denen, dass ihr euch stellt. Was kann man jetzt zu den Fans sagen in dem Moment? Ja, ich verstehe die Fans zu 100%. Also wenn ich keine Reaktion sehe in der Situation, in der wir uns befinden, dann macht mich das auch sprachlos auf dem Platz. Und ja, dass da jetzt mal was gesagt worden ist, das war allerhöchste Eisenbahn. Und wir müssen uns das absolut zu Herzen nehmen, weil wenn es jetzt nicht funktioniert, auch jetzt haben wir ein ganz, ganz schweres Spiel vor der Brust, auswärts in Magdeburg. Das muss jetzt einfach funken und unsere Mannschaft muss jetzt einfach da das Tor schießen. Ja, Leon, ihr habt gut angefangen, habt in der ersten Halbzeit euch auch sehr, sehr viele und teils wirklich erstklassige Chancen rausgespielt. Am Ende reden wir jetzt wieder drüber, dass einfach die Tore vorne nicht gemacht werden. Ja, genau. Ich denke, in der ersten Halbzeit hatten wir eine Vielzahl von Chancen. Auch richtige Hochkaräter, wo wir mindestens, denke ich mal, eins machen müssen. Dann in der zweiten Halbzeit oder wie auch immer nachlegen und das Spiel einfach gewinnen müssen. Das haben wir nicht gemacht. Ja, am Ende liegt es ein bisschen an der Chancenverwertung. Dennoch haben wir in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen irgendwie den Faden verloren. Woran das jetzt liegt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ja, alle sehr enttäuscht, dass wir hier heute nicht den Dreier geholt haben. Jetzt kann man natürlich ketzerisch mal ein bisschen fragen, wenn er gegen den Letzten nicht gewinnt, gegen wen denn dann? Ja gut, so kann man das, denke ich, nicht sagen. Ich denke, wir haben gegen andere Mannschaften auch schon gezeigt, dass wir gewinnen können. Haben es bis jetzt noch nicht gemacht. Haben wir hier auch wieder viele Chancen gehabt. Ich denke, wir müssen ja, jetzt einfach, doof gesagt, aber einfach weitermachen und an uns glauben. Und ich denke, die Klasse und die Qualität haben wir. Also einfach dranbleiben und dann einfach die Chancen in Zukunft mehr nutzen. Defensiv sieht das ja insgesamt auch die Saison schon recht ordentlich aus, das muss man ja sagen. Inwieweit ist das ein Thema in der Mannschaft bei euch auch, dass man wie heute sagt, nach hinten, wir machen unsere Arbeit und vorne, Himmel, Herrgott, dann macht halt mal die guten Dinger rein. Ja, na klar, also in der Defensive sieht es bei uns relativ gut aus immer. Heute auch wieder 0 gehalten, dennoch sind wir eine Mannschaft. Ich denke, die Jungs in der Offensive arbeiten viel mit zurück. Das macht uns natürlich hinten einfacher, aber ja, natürlich müssen wir jetzt vorne einfach Tore machen. Da müssen wir auch von hinten immer wieder anschieben, aber dennoch... Ja, die Defensive steht bei uns, wie schon gesagt, relativ gut. War es vielleicht auch so, dass je länger das Spiel gedauert hat, dann doch irgendwo so ein bisschen angstfressen Seele auf mit dabei war, den entscheidenden Fehler vielleicht zu machen, nicht mehr so ganz druckvoll nach vorne zu spielen? Ja, weiß ich nicht, schwierig zu sagen. Ich denke, in den letzten Spielen haben wir auch oft in der Schlussphase Gegentreffer kassiert. Da haben wir jetzt, denke ich, besser aufgepasst, da nicht mehr so viel zugelassen. Aber ja, nach vorne war es dann ein bisschen zu harmlos, würde ich sagen. In der Schlussphase hätten wir mehr Mut haben müssen. Aber ja, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach weitermachen und irgendwie nach vorne gucken. Nach dem letzten Spiel gegen Saarbrücken haben die Fans euch Applaus gespendet, euch ein bisschen auch bejubelt sogar. Heute gab es Pfiffe und es gab auch Fans, die euch gefordert haben vor dem Block. Inwieweit hast du da Verständnis, was kannst du denen sagen? Außer natürlich versprechen, dass ihr alles geben werdet, klar. Ja, das sowieso, aber es ist natürlich verständlich, dass die Fans jetzt nach 9 Spielen, 3 Punkte, das ist halt sehr wenig. Ist klar, dass sie da eine...
ja, ein bisschen Ungeduld aufkommt, ist völlig verständlich. Dennoch kann ich nur sagen, dass wir dranbleiben werden. Wir werden die Punkte holen, werden alles geben und die in Zukunft die Punkte, wie gesagt, holen. Ja. 4 haben wir mittlerweile, Gott sei Dank, in Magdeburg. Genau. Muss jetzt vielleicht dann der Sieg einfach her, weil man da letztlich ja als Underdog hinfährt und nichts zu verlieren hat. Ist das im Zweifel ein bisschen einfacher? Ja, wir fahren dahin und wollen gewinnen, also wie in jedem Spiel. Wir werden auch da wieder alles geben. Magdeburg ist eine gute Mannschaft. Aber wir haben auch Qualität, was wir haben wir gezeigt, auch heute. Ich denke, wir müssen einfach wieder neu angreifen und ja, irgendwie das Selbstbewusstsein unter der Woche wieder erarbeiten und dann mit voller Macht nach Magdeburg fahren.